We will do everything to preserve the euro, and believe me, it will be enough. So hat Mario Draghi im Sommer 2012 die große Bazooka, die große Drohung ausgesprochen, gesagt, wie ich werde den Euro retten, wir werden den Euro retten. Und glaubt mir, es wird reichen, denn viele Spekulanten hatten gegen den Euro gewettet. Und damit war ihnen klar, diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Oder wie Mario Adorf gesagt hat, ich scheiße. Es ist zu mit meinem Geld. Und alle wussten, der Mario Draghi, der kann das. Mario Adorf hat das angedroht in Kirreal. Mario Draghi hat es als reale Möglichkeit gehabt. Und so etwas Ähnliches, eine solche Bazooka, die hat jetzt China ausgepackt, die Maßnahmen nochmal erweitert, die Stimulusbombe noch größer gemacht. Und der Unterschied allerdings zwischen Mario Draghi und China ist der, Mario Draghi konnte unbegrenzt Geld drucken. Das kann China auch. Aber was das Problem der Chinesen ist, sie müssen in irgendeiner Form die Nachfrage wieder herkriegen in einer Wirtschaft, die sich tendenziell Schulden enthebelt. Und das ist das große Problem, die große Herausforderung. Und wenn das gelänge, wäre das ja schön. Aber es könnte jetzt ein Effekt entstehen, den einige große Investoren in den USA ansprechen, die sagen, wir kaufen alles, was in China nicht schnell genug auf den Baum kommt, und es könnte so sein, dass wir dafür US-Aktien verkaufen, vor allem jene US-Aktien, die so toll gelaufen sind aus dem Tech- und KI-Sektor, also die Big-Tech-Aktien in den USA, die jetzt nicht ganz günstig sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen und starten zunächst mal diesen Whatever it takes. Wir werden alles tun, Stimulus im Moment. Man hat ja jetzt, will Geld in die Banken pumpen, die man selber praktisch ruiniert hat, indem man ihnen vorgeschrieben hat, ja, du musst Kredite vergeben und du musst die Zinsen dabei senken. Damit ist das ein völlig unausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis für die chinesischen Banken, sei es drum. Jetzt pumpt man da Geld rein, man ermuntert Firmen zu Aktienrückkäufen, also genau das Spiel, das die Amerikaner spielen. Dann gibt es noch weitere Maßnahmen im Immobilienmarkt und vor allem Cash für Einkommen schwache Familien, um den Konsum nach oben zu bringen. Also man geht all in, und David Tepper ist es, der in den USA sehr bekannt und sehr beachtet ist, und der hat gesagt, I'm buying everything China related. Ich kaufe alles, was mit China zu tun hat, und hier sehen wir schon diese Tech-Werte in China. Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu, alle, die gehen stark nach oben. Und profitieren natürlich jetzt von diesem All-In erstmal. Und Marco Papic, der in den USA auch Beachtung findet, hat es aus meiner Sicht sehr gut formuliert. Er sagte, die Chinesen, die haben bisher ja so halbherzige Maßnahmen unternommen. Peking war vorsichtig, man wollte nicht zu viel jetzt Anreize geben, kein Moral Hazard geben, also sozusagen hier wieder die Spekulation befeuern, denn man hat sich gesagt, naja, das führt wieder zu moralisch fragwürdigen Verhalten. Aber jetzt ist man so am Ende, der Gesellschaftsvertrag droht zu zerbrechen, nämlich, dass die Chinesen Wohlstand bekommen durch die Führung, aber dafür eben auch den Mund halten. Dieser Gesellschaftsvertrag drohte zu brechen, also hat man sich dafür entschieden, jetzt die moralischen Risiken hinten anzustellen, um die politischen Risiken in den Vordergrund zu schicken und zu stellen, nämlich den eigenen Machterhalt, denn sonst wäre es auf Dauer ein bisschen schwierig geworden, gerade mit dieser starken Jugendarbeitslosigkeit, mit dieser latenten Schwäche, die die chinesische Wirtschaft hat, aber auch die Aktienmärkte in China ja mit dieser latenten Schwäche. Und hier sehen wir mal, Pi mal Daumen war es lange Zeit, bis Corona um und bei parallel gelaufen zwischen etwa US-Aktien und chinesischen Aktien. Und wir sehen seit Corona, da driftet das komplett auseinander. Die Amerikaner, die gehen immer weiter nach oben, die Chinesen sind immer weiter nach unten gegangen. Und diese Differenz ist jetzt so gigantisch groß, dass man sagen muss, naja, wo sind denn jetzt noch die Potenziale bei den ohnehin schon so immens teuren US-Tech-Aktien und wo sind die Potenziale bei den doch vergleichsweise ziemlich günstigen chinesischen Tech-Aktien? Da gibt es manchmal eben Probleme, wenn man nicht die Aktien
den selber wirklich kaufen kann, sondern eben irgendwelche Rechtsformen hat, die, naja, mehr oder weniger Ansprüche an Briefkästenfirmen sind. Aber generell gilt eben, wer das kann, wer direkt Aktien kaufen kann in China, der hat natürlich da massive Potenziale. Einerseits, wenn die ganze Geschichte gut geht, und auf der anderen Seite schauen wir uns mal an hier Market Cap, also die Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes in Relation zum Weltmarkt. Und da sehen wir, wow, da sind wir jetzt mal sportlich an die 50%, also die Hälfte komplett all dessen, was in der Welt rumläuft, bei einem BIP-Anteil der USA, der deutlich geringer ist. 2008 war man gerade mal bei 25%. Also wir sehen, da ist was passiert, und Goldman Sachs heute mit Aussagen, was da mit diesem China Trade passiert. Da wurde gekauft bis zum Biegen und Brechen, zwischenzeitlich auch mal wieder Gewinne mitgenommen, oder werden auch immer wieder Gewinne mitgenommen, aber das ist schon natürlich ein Wahnsinns-Move, den wir gesehen haben. Ist das die große Wende? Ist das jetzt die Zeit, chinesische Aktien zu kaufen? Immerhin, das dürfte jetzt die beste Woche werden, wenn heute Nacht jetzt nicht größere Rückschläge kommen, seit 10 Jahren. 2014 hatten wir mal etwas Ähnliches. 2015 gab es dann einen kleinen Crash, kann man sagen, oder einen ziemlichen Crash, als China seine Währung abwertete. Da kann ich mich noch erinnern, das war ziemlich heftig. So oder so, wir sehen, dass nicht nur chinesische Aktien profitieren, sondern eben auch vor allem Metalle, Rohstoffe in der Summe. Wir sehen neben Gold, Silber und so weiter, sehen wir Aluminium, sehen wir Kupfer vor allem, über 10.000 Dollar ist gestiegen, aber auch Palladium, solche Geschichten, die hier massiv anziehen. Zink, eben in der Hoffnung auf wieder anziehende Nachfrage. Der Ölmarkt dagegen, der bleibt auffallend schwach, trotz dieser China-Hoffnungen. Ja, was ist da los? Warum steigt Öl nicht? Nun, weil die Saudis, die praktisch ja, naja, schon einen sehr wesentlichen Einfluss auf den Ölmarkt haben, praktisch klar gemacht haben, also wir verabschieden uns von dem 100 Dollar Barrel Ziel, das wir eigentlich für Öl inoffiziell haben, und werden jetzt unseren Output wieder steigern, also mehr Öl pumpen. Die brauchen Geld, die Saudis, und dann sagt man sich, ja gut, dann lassen wir mal 5 Grad sein, und das drückt natürlich auf den Ölpreis. Die Chinesen haben andere Probleme, die haben Deflationsprobleme. Hier sehen wir mal die längste deflationäre Strecke seit dem Jahr 1999 jetzt in China, weil eben die Nachfrage so schwach ist, weil die Nachfrage schwach ist, fallen die Preise. Wenn die Preise fallen und alle erwarten, dass die Preise weiterfallen, dann kaufen sie nicht, weil sie sich sagen, später wird eh wieder günstiger, warum soll ich jetzt schon kaufen? Das ist so diese Deflationsspirale, vor der alle Angst haben, weswegen Notenbanken ja sagen, wir wollen Inflationsziel 2%, nicht, dass wir zu nah an Null ranrücken und dann vielleicht sogar fallende Preise sehen. Das will keiner. Also hier jetzt dieser Versuch, dieses Problem zu beheben, und das eigentliche Problem ist am Immobilienmarkt, und das sieht man am besten bei den Junk Bonds aus dem Immobiliensektor, also praktisch Unternehmensanleihen mit fragwürdiger Bonität, um es mal so zu formulieren. Hier sehen wir, da sind wir mal eben seit Mai 21 um mehr als 80% runtergekommen bei diesem Index, der diese Junk Bonds abbildet. Und China brauchte offenkundig Liquidität, nämlich Dollar-Liquidität, weswegen man sehr stark auch die US-Staatsanleihen abgebaut hat, auch um sich vielleicht zu entkoppeln von den USA. Aber man hat jetzt innerhalb von 3 Jahren mal eben 30% seiner US-Anleihebestände abgebaut, aber wahrscheinlich braucht man eben Kapital, man braucht Dollar-Liquidität, das ist im Euro-Dollar-System ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und wenn wir schon jetzt zum Dollar kommen, dann müssen wir heute über Janet Yellen sprechen, die hat heute wieder sehr viel Humor bewiesen, indem sie gesagt hat, ja, also vor allem die Housing-Costs und so weiter, die kommen noch runter, weswegen wir dann eine 2% Inflation sehen dürften. Aha, das ist sehr interessant, wo wir doch sehen, dass die Mortgage Refinancings, die Anträge, die Hypothekenanträge massiv nach oben schießen, weil die Amerikaner eben erwarten, dass die Zinsen sinken. Redfin, das Immobilienunternehmen, das die besten Daten zum Immobilienmarkt in den USA hat, sagt, wir sehen, dass die Käufer zurückkommen, die Nachfrage, die schießt nach oben. Wir sehen, dass Home Tours, also dass Besichtigungen jetzt so stark sind wieder wie seit Mai nicht mehr. Das heißt, die Nachfrage zieht massiv an, und was passiert, wenn Nachfrage massiv anzieht? Die Preise steigen. Wie also Frau Yellen darauf kommt, dass die Preise fallen würden, das möchte ihr Geheimnis bleiben, würde ich mal vermuten. Und auf der anderen Seite
hat Janet Yellen heute auch Interessantes gesagt. Ja, also wir müssen die Schulden runterkriegen, damit diese Zinskosten letztendlich finanzierbar bleiben. Daran glaubt ja nicht mal irgendwelche Religiösen glauben an diesen Satz. Denn eins ist klar, was auch immer in den USA passiert, die Verschuldung wird weiter steigen. Was Janet Yellen faktisch meint, ist, wir müssen die Kapitalmarktzinsen runterbringen, denn die entscheiden, wie hoch die Zinsbelastung für den US-Staatshaushalt ist. Derzeit sind wir ja schon über 1 Billion pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist um und bei 1/4 der gesamten deutschen Wirtschaft. Also was die deutschen Firmen, Konsumenten, alles was kreucht und fleucht hier in Deutschland in 1/4 produziert, das zahlen die Amerikaner an Zinsen pro Jahr. Aber die Anleiherenditen wollen nicht zurecht fallen. Wir sind die 10-Jährige heute zwischenzeitlich auf 3,8% gestiegen. Also wir haben den Versuch von Janet Yellen, letztendlich die Kapitalmarktzinsen nach unten zu reden. Das gelingt aber nicht, genauso wie es mit der großen Zinssenkung von Jerome Powell nicht gelungen ist, eben die Kapitalmarktzinsen zu senken. Man kann die Leitzinsen senken, aber wenn die Märkte sich sagen, hups, da kommt ja wieder Inflation, gerade wenn jetzt die Chinesen auch noch massiven Stimulus betreiben, alle senken die Zinsen, da wird noch massiv Stimulus betrieben in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Oh, da kann aber natürlich einiges passieren und damit droht so ein bisschen das, was damals schon Arthur Burns passiert ist, dass Paul den Fehler macht, zu früh vom Gas oder von der Bremse zu gehen, damit sozusagen die ganze Inflationsgeschichte wieder anzieht, gerade wenn wir jetzt eine solche Assetpreisinflation sehen, die ja derzeit wieder der Fall ist. Paul wollte sich heute äußern, oder es war angekündigt, eine Aussage von Paul, der hat sich allerdings nicht zur Geldpolitik geäußert. Und wichtig heute, das BIP wurde ja veröffentlicht, 3,0% bestätigt im zweiten Quartal. Gut, dass die Fed schnell die Zinsen gesenkt hat. Bei 3% Wachstum musst du ja ganz schnell die Zinsen auf Null sinken, könnte man sagen. Man hat allerdings die Revisionen jetzt dann verspätet gebracht, aber immerhin. Man hat zum Beispiel das dritte Quartal des letzten Jahres von 4,9 auf 4,4 nach unten revidiert, das vierte Quartal von 3,4 auf 3,2. Dafür hat man Ende 22 und Anfang 23 nach oben revidiert. Also das hat sowas Kafkaeskes, das nehmen wir ein bisschen runter, gell, und das andere nehmen wir ein bisschen rauf, ne, in der Summe. Ist ja wurscht, gell, wir haben ja da unsere Berechnungen. Ist es jetzt Zeit, China-Aktien zu kaufen? Das behandelt dieser Artikel, den ich Ihnen ans Herz legen möchte. Und natürlich den zweiten Teil dieses Videos. Da wollen wir mal schauen. Da gab es ja viel Euphorie in den USA, aber dann kam eine Nachricht, die ein bisschen so die gute Laune verdorben hat. Was das war und welche Folgen das haben könnte, das erfahren Sie im zweiten Teil. Der Link wie immer unter dem Video. Wir sehen uns hoffentlich gleich. Also Servus und Ciao.